Das letzte Dampflok-Ausbesserungswerk in Deutschland liegt in Meiningen im Bundesland Thüringen. Ohne den RAW Meiningen wäre es heute sicherlich sehr schwer, betriebsfähige Dampflokomotiven zu erhalten. Fast alle Museumseisenbahnen lassen in Meiningen ihre Lokomotiven aufarbeiten. Auch die Loks der Harzer Schmalspurbahnen haben heute Meiningen als Heimat-AW. Über 6 Jahre war die Harzer Mallet 99-5906 abgestellt. Nach nur 3 Monaten Aufarbeitung stand die Mallet wieder unter Dampf. Zur Indizierung und zum Einstellen der Kesselventile verlässt die Mallet die Richthalle. Schon seit längerem gibt es in Meiningen ein Mehrschienengleis für Schmalspurlokomotiven. Schließlich müssen die sogenannten Kaffeebrenner probegefahren werden. So zumindest im Originalton RAW Meiningen.